Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen aus Portugal von der Küste. Wir sind gerade aufgewacht, haben den Bus gemacht und ja, jetzt geht's nochmal mit Pepper raus und Plastik wegbringen. Und danach geht's auch schon zum Flughafen, Leute. Jessie landet nämlich in 20 Minuten und die muss abgeholt werden. Endlich wieder zusammen. So nice, nach 2 Wochen ganz alleine hier. Hey! Hallo, ich bin gelandet. Okay, ich fahr jetzt los. Ich fahr jetzt los. Ja, bis gleich. Ja, fahr langsam, okay? Ja, bis gleich. Ciao. Bis gleich. Ciao. Oh, Happy! Und sag, dass das nicht ging, und hat sie gemeint, ja, dann müssen sie das bei der Einreise machen, wenn sie da in Portugal landen, ne? Und hier? Gar nichts. Oh, nichts war mir klar. Keine Temperatur. Du bist einfach ausgestiegen vom Flieger und hier rausgelaufen. Bist du überfordert? Oh. Ja, überfordert. Ja. Hm. Mal, Pepper hat auch was bekommen, ein Namensschild. Dreh's mal um, Jess. Da steht, I got lost, please call my mom. Wir hoffen zwar, dass es nie passieren wird, aber wenn du mal verloren gehst oder abhaust, dann kann dich jemand zurückgeben. Und Peppy hat auch noch ein Kuscheltier bekommen, eine Mausi. Und zwar würde ich gern diese ganze Tisch- und Sitzkonstruktion hier noch ein Stück breiter machen, also bis hierher. Wir haben hier eigentlich, der Gang ist breit genug, da ist genug Platz, und somit können wir die ganze Sitzkonstruktion und den Tisch noch ein bisschen vergrößern. Der wird dann bis hierhin sein. Ja, Peppy, bis dahin, ja. Der wird dann bis hierhin gehen, und ja, dann hat man einfach ein bisschen mehr Platz, ist einfach ein bisschen schöner, wenn man hier sitzt. Ich meine, gerade ist es eigentlich kein Problem, man kann hier definitiv sitzen, essen, ist alles gut, aber ich hätte es einfach gern, wenn es noch ein bisschen größer ist, weil ich hier einfach auch immer die Videos schneide mit dem Laptop. Ja, und das schadet auf jeden Fall nicht, und im Gang wird trotzdem genug Platz sein. Also, genug geredet, wir bauen jetzt das Ganze ab. Der Tisch ist jetzt schon abgeschraubt, und ja, wir haben das Ganze jetzt 15 cm weit verschoben. Dadurch haben wir einfach 15 cm weit Platz, und ja, stehen jetzt hier auch schon am Baumarkt, und ich gehe jetzt rein, schaue, dass ich eine neue Tischplatte finde, und ja, überlege mir nochmal, wie ich das Ganze hier verlängere oder dieses Loch hier zumache, oder ob ich das eventuell unten auflasse, weil wir hier sehen können, da die Kanister ganz gut reinpassen. Ja, genau, ich gehe jetzt in den Baumarkt, schau mal, was wir draus machen. Let's go! Ja, Freunde, wie ihr sehen könnt, der Tisch ist fertig und es ist richtig gut geworden. Das ist ungefähr echt gefühlt doppelt so groß, und ich kann jetzt hier schön arbeiten. Davor war mein Laptop nämlich immer hier gestanden, und hier hat der Tisch aufgehört, wirklich an der Kante. Und jetzt habe ich hier schön Platz, kann hier schön sitzen, mich ausstrecken. Ja, ist einfach angenehmer. Der Tisch muss jetzt nur noch lackiert werden, damit er danach ausschaut wie der hier und natürlich zu dem Ganzen passt. Das werden wir aber einen anderen Tag machen. Ich warte nämlich, bis es richtig warm ist. Ich meine, es ist gerade richtig warm. Schaut euch immer das Wetter an. Und den Platz übrigens. Wir haben wieder einen wunderschönen Platz draußen. Hier direkt am Meer, und die Sonne scheint. Aber weil wir jetzt hier im Van einfach chillen und ich jetzt nur ein bisschen am Laptop bin, lackieren wir den ein anderes Mal. Ja, ist aber ja gar kein Problem. Die Farbe haben wir schon gekauft. Das Gewürzregal übrigens ist auch schon wieder dran. Richtig gut geworden. Und ja, mir gefällt es mega. Und es gab sogar noch ein kleines Update. Wir haben hier noch so eine Hängepflanze. Die ist eigentlich so, aber die hängt mir dann ins Gesicht. Gekauft bei Ikea. Und haben noch neue Überzüge für die 2 Sitze. Also für die Kissen geholt. Ich finde, die schauen auch richtig schön aus in so einem Olivgrün, ja. Und da haben wir noch ein Kissen. Zeig nur das Kissen.
So ein Kuschelkissen fürs Bett. Richtig toll. Sagst du dazu, Pepper? Peppi? Wuff! 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 Ja. Alles klar. Kommst du nichts mehr? So, jetzt aber genug gearbeitet. Eine Aufgabe habe ich ja noch, die wenigstens ein bisschen Spaß macht. Und zwar muss ich natürlich erstmal dieses neue Gehäuse testen. Also Surfboard raus und los geht's ab ins Wasser. Die Wellen schauen richtig gut aus. Let's go. Heute ist so schon wieder der nächste Morgen und ich habe es mal wieder geschafft. Ich habe mir den Sonnenaufgang hier am Meer angeschaut. Es ist einfach nur wunderschön, so ruhig und ja, einfach nur toll. Ich war schon hier, als es dunkel war heute sogar. Ja, also richtig früh und habe mir den ganzen Sonnenaufgang angeschaut. Ja, und heute geht es für uns weiter. Für uns geht es nämlich endlich in Richtung Süden Portugals, Richtung Lissabon. Wir sind jetzt noch in der Nähe von Porto, eigentlich ganz nah dran. Und ja, die nächsten 14 Tage werden wir versuchen, nach Lissabon zu fahren. Dabei lassen wir uns schön Zeit und sehen hoffentlich ganz, ganz tolle Strände und ganz, ganz tolle Orte. Ja, ich gehe jetzt erstmal zurück zum Bus. Danach frühstücken wir wahrscheinlich und dann geht's los.
So, Freunde, wir sind an unserem neuen Stellplatz angekommen und schaut euch mal an, wie wunderschön es hier ist. Die Jessie und der Pepper spielen da hinten schon und wir haben hier direkt das Meer. Ein riesen Strand, kann man sagen. Und wieder keiner da. Das heißt, wir haben alles für uns alleine. Es ist einfach nur wunderschön hier. Ja. Ich würde sagen, ich baue mal die Drohne auf und zeige euch, wie das Ganze hier von oben ausschaut. Ja Leute, schaut euch das mal an, sowas hatte ich auch noch nicht. Wir sind hier in einer Authentifizierungszone, in der es nicht erlaubt ist, meine Drohne zu steigen. Das heißt, ich kann gar nicht abheben mit der Drohne. Die App mit der GPS-Ortung verbietet mir das Abheben in dieser Zone. Ja, ich meine, was soll ich machen? Wunderschön ist es hier, aber ich kann es euch leider nicht von oben zeigen, ja. Und in den nächsten Tagen werden wir richtig, richtig viele neue Strände und wunderschöne Landschaften besuchen. Seid also gespannt und schaltet im nächsten Video ein. Und bis dahin, ciao.